geht's ja um das Spiel und dass ich schon wieder gestorben bin. Auch deine lustigen lila Luftballons sind übrigens auch sehr fies. Ja, Fehler, warum nicht jetzt lieber? Nur so wie seine Mini-UFOs, die er verschießt. Ich bezeichne sie einfach als Mini-UFOs. So, das ist noch schaffbar. Nicht. Oh je, oh je. Nee, da brauche ich lieber. Das ist mir dann doch zu riskant. Ja, ich werde jetzt definitiv, wenn es nur das kleinste Anzeichen gibt, dass ich sterben sollte, bomben, weil sonst vergesse ich das einfach. Jo, das war ganz gut. Und unser Freund hat sich schon in seine Einzelteile aufgelöst. Und es sollte lange nicht mehr dauern, aber jetzt habe ich keine Bomben mehr und er schießt schon wieder seine pinken UFOs nach uns. Und, boah, verdammt, jetzt kommt von unten kommt was, von oben kommt was und von überall und ich blicke gar nichts mehr und bin tot. Obwohl er auch schon tot war. Okay, das war knapp, verdammt. Schade. Hätte ich fast geschafft, ohne dass ich jetzt noch an den Tod verzeichnen musste. Ich glaube, es wären noch nicht mal 50 Tode, oder? Na, wobei, ich habe kein Gefühl dafür. Habe ich aber schon mal gesagt, glaube ich. Okay. Jetzt Stage 5. Ich bin gespannt, wie das jetzt wird. Das einzige Schlimme sind eigentlich die komischen Schildkröten, die hier rumlaufen, weil die haben ein Schussmuster, wo ich einfach nur sagen kann, ja, okay, das ist sehr fair. Ja, es ist... Okay. Diese Schildkröten meine ich. Ja, okay, ich habe es gerade noch überlebt. Das sind übrigens auch Lampen, die wir abschießen können. Da gibt es sogar ein Achievement für. Ich kann euch ja mal... Oh, das muss ich... Ja, wobei, nee, das mache ich ein andermal. Ich hätte euch ja mal die tollen Achievements zeigen können. Die alle auf Japanisch sind. Das ist großartig, wenn man versucht, dieses Spiel zu spielen und die Achievements zu machen. Weil man, wenn man so wie ich so gut Japanisch kann, dann ist es schwierig zu erkennen, was welches Achievement eigentlich tut. Oder was man für welches Achievement eigentlich schaffen muss. Okay, nee, das wird mir jetzt zu viel. Ja, und das ist wirklich der härteste Modus hier im Game. Also es gibt nichts Schlimmeres. Von daher kann ich zumindest hier sagen, auch wenn ich scheiße spiele, ich bin nicht allein. Also ich glaube, jeder, der das auf Ultra spielt, wird hier ziemlich failen. Und oh je. Da bombe ich jetzt lieber. Das war mir dann zu riskant. Ich glaube, ich bin hier noch gar nicht gestorben im Level, oder? Ich erinnere mich, dass... Okay. Man muss sich nur beschweren. Das ist ja immer so, nicht wahr? Wenn man sich einmal beschwert, dann passiert's auch. Ich bin schon zu oft gestorben in dieser Stage. Mal schauen, ob's hilft. Werden wir dann sehen. So. Ja, die sind eigentlich nicht so schlimm. Weil die Muster sind eigentlich so ungefähr wie auch normal. Deswegen ist es halt nicht so wenig hier auszureichen. Eigentlich hätte ich gedacht, da wir jetzt auf Ultra spielen, dass diese lustigen Häuserdächer, die wir auch abschießen können, auch auf einmal Raketen abfeuern. Nuklearraketen. Ja, das hätte gepasst, durchaus. Hätte mich auch nicht gewundert in dem Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Nein, 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 lass mich in Ruhe. Wie ich das jetzt überlebt habe, ist auch wieder eine Frage für sich. Boah, ich muss gerade mal irgendwie zu Puste kommen. Passt. Ja. Jetzt frage ich mich gerade. Das läuft echt nicht schlecht, also... Ja, das heißt nicht schlecht, ich bin ja nun wirklich nicht so oft gestorben. Ich habe eigentlich viel mehr erwartet. Ich meine, das ist auch liegt auch an meiner Einspielheit. Ich spiele das ja ziemlich oft im Normalmodus, wo ich das ja auch schon fast geschafft habe, das ohne ein Continue zu in einem durchzuschaffen, aber... Ja. Ich darf nicht immer groß reden schwingen, oder? Ich mache hier einen auf... Oh, ich bin der Muramasa... Muramasa. Ja, ich bin schon verwirrt. Ich bin der Mushimasama Pro und... Ja, diese Muster sind definitiv übertrieben. Wahrscheinlich habe ich sogar schon 60 Tode, nur ich weiß es nicht, weil ich einfach von zu viel lila Zeug eingekesselt werde. Okay, dieser chinesische Drache ist jetzt auch Geschichte. Und wir kämpfen uns weiter durch die goldene Stadt von Lhasa. Ja, freut euch auf Lhasa. Ach, gut, ich glaube, ich weiß, warum ich noch nicht so oft gestorben bin, weil ich ungefähr dreimal so oft bei Lhasa sterben werde. Ja, das denke ich schon. Dreimal, wahrscheinlich viermal sogar. Ja, diese Gegner sind auch fies. Und ja, mein Todescounter steigt in die Höhe. Bin mal gespannt, ob es einer schafft, das richtig zu erraten. Aber, ja, da ich falsche Vorstellungen am Anfang geliefert habe, von wegen über 100. Wobei, ich sag mal erstmal noch nichts, das wir werden es sehen. Und, boah, ja. Verdammt.
Ja, nee, ich muss öfter bomben, aber ich denke einfach nicht an einen Up. Boah, verdammt. Das war zu spät. Ja gut, ich hab's nur nochmal weggebombt. So, und jetzt wird's ein bisschen eng. Dann bomb ich lieber nochmal. Ich hätte übrigens auch mit Paul spielen können, merke ich gerade. Die Bomben von dem sind auch ziemlich übertrieben eigentlich. Aber das Problem an Paul ist, ich mag irgendwie seinen Schuss nicht so. Es gibt halt hier, das habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, Moment. Das habe ich auch schon mal gesagt, es gibt in diesem Spiel eine Menge Schussarten und eine Menge, sage ich mal, Möglichkeiten, wenn es schad zu spielen. Und ja, es gibt halt bestimmte Schüsse, die gut für Bosse sind, es gibt bestimmte Schüsse, die gut für diese ganzen unnötigen Flieger auf ihren... es verschwimmt gerade alles ein bisschen mit dem Lila. Ja, Lila ist übrigens eine sehr gute Farbe, die sie gewählt haben für diese Schüsse. Das erzeugt noch mehr Augenkrebs. Ja, ja. So, jetzt muss ich aber auch... Oh, mein nächstes Continuum. Ich bin so froh, dass es hier unendlich Continuous gibt. Jeder Mensch, der dieses Spiel beherrscht, wird mich wahrscheinlich dafür hassen, wie schlecht ich spiele. Aber naja, who cares? Ich gebe Mühe. Und jetzt treten wir in Lasas Heiligtum ein und ich freue mich nicht. Ich freue mich definitiv nicht auf Lasa. Lasa ist der pure Albtraum auf diesem Modus. Also das kann ich euch sagen. Aber ihr werdet es ja gleich eh selber sehen. Ja, und tot. Es geht zu viel vor. Das kann mein Gehirn nicht verarbeiten. Ich bin, glaube ich, zu blöd. Oder so. Ich weiß nicht, aber es ist auf jeden Fall eine Abwechslung. Oh ja, jetzt bin ich eingekesselt. Da muss ich bomben. Ich frage mich, ob... Wer das nachher eigentlich hier alles aufräumt, wo die ganzen Bullets und das ganze Zeug hier in ihrem Palast. Das soll aber auch nicht meine Sorge sein, weil wir jetzt schon bei Lasa sind. Okay, ich freue mich. Ich freue mich. Sollte ich mich freuen? Ja, Lasa, erzähl uns ein bisschen was. Ich kann es leider nicht verstehen, aber wahrscheinlich... So, das Muster ist, das ist noch einigermaßen nicht schärfbar. Tut mir leid, das ist einfach zu viel für mich. Okay, jetzt konzentrieren wir uns mal ein bisschen. Nee, es geht nicht. Es geht nicht. Ich blick durch dieses Muster nicht durch. Gut, nächster Versuch. Eventuell klappt's jetzt. Nee, da bombe ich jetzt. Das ist mir zu riskant. So, okay. Das ist jetzt so ein Punkt, ab dem ich sage, ja, wer soll das eigentlich noch erkennen? Das ist der pure Augenkrebs. Ja, das war's. Also weniger... Ich sag mal so, es ist zwar verschwenderisch, aber es ist effektiv. Das muss man ihr lassen. Also, oh. Okay, nochmal überlebt. So, das ist noch einigermaßen zu... Schaffen, wollte ich gerade sagen. Egal, wir schießen ihn weiter in seinen Maul. Boah. Ich werde mich einfach durch den Boss durchbomben. Wozu habe ich die Bomben denn? Sonst benutze ich sie ja eh nicht. Oh Gott! Es ist zu schnell, verzeiht mir. Oh je. Aber jetzt habe ich gleich den ersten Balken weg. Komm schon. Nein, das musste doch jetzt nicht passieren. Okay, erster Balken weg. 20 Mal gestorben oder so. So, das ist nicht schaffbar. Doch, das geht eigentlich. Gerade noch so. Da bombe ich jetzt lieber. Man muss es auch nicht übertreiben mit der Herrlichkeit. So, nochmal. Ich verrauche die jetzt einfach. Ich versuche es so niedrig wie möglich zu halten. Ich bin mal gespannt, weil ich habe das Gefühl, ich habe auch nur so ein Gefühl, dass es ganz gut gelaufen ist. Mit meinen Toten. Jetzt ist das definitiv frei. Das war auch ziemlich unfair. Ich finde das nicht richtig. Das ist kein fairer Kampf. Definitiv nicht. Oh, ja. Und da müssen wir jetzt wieder um zwei Ecken denken. Ja, das kann ich aber leider nicht im Eifer des Gefechts. Zweiter Balken weg und komm, erlöse mich von meinem Ultraman. Ja. Ich weiß, dass du viele lederne Kugeln verschießen kannst. Es könnte auch Himbeereis sein. Aber dann würde es unser goldener Käfer wahrscheinlich einfach aufessen. Nee, das ist jetzt der Punkt. Der Versuch ist, glaube ich, gar nicht erst mehr. Das, ja, na gut. Also, durchaus. Durchaus verständlich. Es was? Frisst meine Bomben.
Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Ey! So. Aber sie verliert auch den Umständen entsprechend wenig Life. Ich meine, boah, nee. Nee, das ist jetzt für mich schon der Punkt. Da geht echt gar nichts mehr. Auf Ultra wird dieser Boss nicht zu Unrecht teilweise als schwerster Boss überhaupt betitelt. Da gibt es ein lustiges Video auf YouTube. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal gesagt hatte in meinem Summer Let's Play. Aber wenn das der Fall ist, dann tut mir leid. Auf jeden Fall solltet ihr euch dieses Video trotzdem mal angucken. So, jetzt ist hier aber gleich Geschichte. Eine Bombe habe ich noch und das ist jetzt ihr Todesurteil. Klatsch. Hallo. Und tschüss. Klatsch. Naja. Okay. Wir sind durch. Und ich muss mich jetzt einer Therapie unterziehen. Ja, das muss ich. Oh, Leute. Das... Oh ja, sehr viele Punkte habe ich in diesem Mann gemacht. Ihr seht's, oder? Das ist gut gelaufen. Das sind nur die Nachkommastellen. Also, die anderen Zahlen sieht man gar nicht. So, den Epilog, den kann ich ja jetzt überspringen, weil ich ihn euch leider eh nicht übersetzen kann. Ich heiße Punkt. Und mache hier Schluss. Und ich bin froh, dass es jetzt vorbei ist. Naja, was gibt es noch zu sagen? Was ich euch noch einmal zeigen werde, ist... Nee, ich möchte das Replay nicht speichern, danke. So. Ja, es ist schwierig, sich durch die Menüs durchzuklicken. So, das müsste richtig sein. Eins, was ich euch noch zeigen muss, ist der Arrange Mode. Den werde ich euch dann ein andermal zeigen, wenn ich mal wieder Lust habe. Ist auch ein ganz lustiger Modus. Aber das dann ein andermal, weil jetzt muss ich erstmal Pause machen von dem Game. Und ja, ich werde die Tode zählen. Und ich bin gespannt, ob es jemand richtig geraten hat, wenn jemand ja Lust hatte, das mal zu tippen. Und ja, wir sehen uns bei meinen anderen Projekten wieder. Und irgendwann dann auch wieder mit Mushihime Summer, werde ich aber wahrscheinlich erstmal wieder ein bisschen hinziehen, wenn ich wieder Lust drauf habe, wie schon gesagt. Von daher, mit diesem äußerst fail-lastigen Run freue ich mich, worauf freue ich mich? Ja, auf meine anderen Projekte. Also, bis dann.